Hey, meine Rabauken und herzlich willkommen zu einer neuen Episode zusammen mit Alinsky. Hallöchen, hi. Hallo. Wir spielen heute eine Episode Skyblock, aber wir spielen natürlich nicht einfach so nur nach 0815 Skyblock direkt dreimal versprochen. Wir spielen ein Sphären-Skyblock, das heißt, alle Blöcke sind Kugeln, ja? Oh ja, guck mal, da sind Polarbären auf dieser Kugelwelt. Also das ist auf jeden Fall, Leute, das sind wirklich Kugeln. Schaut euch das mal an, man kann die hier so abbauen. Oh, Alter, wie groß sind die? Jo, Alter, ich bin hier reingefallen. Also man kann hier wirklich auch reingehen halt, ne? Jetzt bin ich hier drin. Oh, warte, automatisches Springen. Das wird mich noch irgendwann in die Weißglut treiben. So, also hier, das sieht halt so aus. Ist ziemlich cool. Wir haben natürlich auch Holz und so weiter. Skyblock, Schritt Nummer 1, Selina, man kennt es. Wir müssen den Baum hier abholzen und möglichst... Ohne Verluste. Ich fange auf, okay? Oh, na, ich glaube, die kann man relativ leicht aufsammeln, weil die einfach übel groß sind. Fang auf! Ich hab selbst. Elida? Pass auf, der ist schwer. Ja. Nein, die jetzt nicht abbauen dürfen. Den brauchen wir doch, um hochzuspringen. Egal. Elina, guck mal. Hm? Fang auf. Warum machst du das? Weil ich dumm bin. Warte. Du bescheuert? Geh mal, das ist ein ganzer Holzstamm. Das sind 4 Holzblöcke. Ja, wir haben nur genug. Geh mal kurz weg. Ich nehme mal den Erdblock hier. So mal, ja, geh mal, ja, nicht? Okay, dann nicht. Nee. Das schaffst du, okay, egal. Ja, so, jetzt müssen wir versuchen, dass wir hier ein Seed rausbekommen, damit wir einen neuen Baum pflanzen können. Ansonsten sind wir nämlich dick am Arsch, ey. Da können wir Skyblock auch direkt wieder beenden. Wo war das einer? Ne, eine Rose. Was habe ich denn? Eine Rose, ey. Wir wollen eine Rose. Nee. Oh, nein! Da ist einer runtergefallen. Ups. Ja, aber da konnte man jetzt nicht wirklich was für. Ja, du hast da einen. Nice, Alter. Nice. Wichtig. Vielleicht kriegen wir noch einen zweiten. Safe ist safe. So. Apfel. Apfel ist geil. Warte, lass mal die Skyblock-Hinsel ein bisschen größer direkt machen. Ja. Braucht man länger, um die abzubauen? Oder ist das normal, dass man so lange für Erde braucht? Nee, das ist, glaube ich, normal. Echt? So. Okay, du darfst jetzt auf keinen Fall runterfallen. Ja, wenn du runterfällst. Nein! Was denn? Ja, Mist gebaut. Ja, aber die sieht doch alles gleich aus im Inventar. Ich dachte, das ist Erde. Was ist es denn? Ich habe da einen Holzblock platziert. Oh, ja, aber das sieht aus wie Erde im Inventar. Bist du doof? Ja, egal. Du hast nur 2 Holzblöcke abgebaut. Oh, saved. Geil. Alter. Okay, platzieren mal den. Hast du fast versemmelt, platzieren mal den Seed hier auf den hier. Jawohl. Der ist voll groß, ne? Okay, nice. Vielleicht können wir noch hier Getreide, wenn wir Glück haben. Nö, haben kein Glück, schade. Aber ja, auf die anderen Insel wird irgendwo Getreide schon sein. Zu welcher? Oh, das ist eine Essensinsel geradeaus. Dann lass zuerst zu dieser Insel. Was haben wir hier? Knochenmehl, Zuckerrohr. Okay, Knochenmehl ist dann... Meeresgurken, Schildkröten, okay. Chili! Puh. Ach so. Die muss erst schlüpfen. Ich dachte, das ist ein Spawn-Egg. Also so. Aber es ist ja ganz normale Schildkröten. Natürlich. Ja, braucht die was? Braucht die Wasser, Sand? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht, ey. So, wir fangen erstmal an, indem wir... lass mich kurz überlegen. Wir brauchen Erde. Das heißt, wir bauen den hier auf jeden Fall ab. So, genau. Dann platzieren wir hier Wasser. Dann geht es hier nochmal eins weiter runter. Genau. Und hier ist dann Lava. Genau, zack. So, das sollte eigentlich passen. Nee, das passt nicht. Warte, wir haben Unsinn gemacht. Ja, doch, das passt doch. Nee, das passt nicht. Hier muss Lava hin. Genau. Und hier bauen wir dann ab. Also hier ist quasi, hier wird der Cobblestone generiert. So, genau, das heißt, man macht hier. Oh Gott, ich habe Angst zu sterben, Nina. So, okay, gut. Jetzt kommt hier Lava hin. Kann irgendwas abbrennen? Nö. Lava. So. Nee, das ist nicht richtig so. Das sieht falsch aus. Hey, warte. Wasser 2. Lava 1. Hier kommt dein Eisenblock jetzt hin. Ah, das hätte nicht fließen dürfen, genau. Ich glaube so. Eis. Jo, der Eisblock sieht mega cool aus, ne? Ja. Okay, wir bauen den ab, dann haben wir Wasser. So, und jetzt kommt hier die Lava hin. Wenn mich jetzt nicht irre. Und dann ist der Cobblestone in der Mitte. Hoho! Ja. Oh, die Lava sieht jetzt richtig komisch aus, ne? Guck mal, wie das Wasser und die Lava aussieht. Okay, ja, wir brauchen eine Spitzhacke, eine Werkbank, wir haben ja genug Holz. So, oh, die Werkbank, guck dir die mal Nein, an. Nein, jetzt haben wir beide eine gebaut. Och, Elina, ich habe gesagt, ich war eine Werkbank. Hä, du hast gar nicht gesagt, du machst eine Werkbank. Hab ich wohl. Du hast gesagt, wir brauchen eine Werkbank. Ja, das ist das Gleiche. Okay, ich mach eine
Holzspitzhacke. Ja, okay, und okay. Ich mache auch noch eine für dich. Jetzt haben wir kein Holz mehr. Juhu. Ich hab noch Holz. 4 Holz habe ich noch. Okay, dann fahr mal. Achso, ich darf wieder die Schufterei machen. Nein, achso, die mache ich doch immer. Achso, nice. Super. Okay, wir fahren mit Cobble Rinios. Und das Gute ist an diesen Dingern, du kriegst die jetzt immer. Weil normalerweise ist bei Cobblestone ja immer so, dass die... Ja, okay, das ist jetzt... Na gut. Hat sich erledigt an der Stelle auch. Okay, das lasse ich mal in der Kiste, weil ich will jetzt nicht damit runterfallen, um ehrlich zu sein. Meeresgurken, kann man die essen? 42 Cobblestone hat die Lina gefarmt. Das heißt, wir können uns jetzt auf den Weg machen zur nächsten Insel. Wir haben inzwischen auch herausgefunden, dass eine Meeresgurke ist im Grunde dafür da, um Licht zu spenden. Das ist eigentlich ganz gut, oder? Wir haben aber auch die Lava. Lava spendet halt auch Licht. Aber wir sollten halt keine Monster spawnen. Ich platziere die mal hier. Spendet die jetzt Licht? Ich erkenne nichts. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, dann haben wir auch noch herausgefunden, dass ein Schildkröten-Ei nur... Also man kann es zwar überall platzieren, es kann aber nur schlüpfen, wenn es auf Sand, nicht roter Sand und auch nicht Sandstein, sondern Sand platziert wurde. Das haben wir natürlich nie gemacht, deswegen ist das kaputt gegangen. Aber kein Problem, Schildi lebt noch, wir haben ja noch ein Ei. Wir müssen nur irgendwie Sand finden. Dann passt das. Ja. Und ich baue mich jetzt hier erstmal rüber zur nächsten Insel. Die sieht nach Essen aus. Wir sollten jeden Augenblick eigentlich auch jetzt gleich da sein. Hallo? Aha. Oh. Okay, was haben wir hier? Oh Gott, wir haben übel... Oh, jawohl, so ein Strauch, ein Baumstamm. Okay, das ist übelst viel, Lina. Bam. Bam. Okay. Zack, ich muss vorsichtig sein, dass hier nichts runterfällt. Wir haben alles nur einmal hier so gefühlt. Okay, wir haben alles gesaved. Zack, Kürbis. Zack, Melone. Die größte Melone der Welt einfach. Okay, warte, den muss ich saven. Okay, da können wir hier ein bisschen abbauen. So ein bisschen Erde können wir für die Hauptinsel gebrauchen. So, jetzt machen wir hier. Wartet, Erde. Ich habe so viel Essen, Lina, wir können jetzt richtig fett. Ein Komposthaufen wäre auch geil, damit können wir Erde machen. Ich glaube, das heißt nicht Komposthaufen, das heißt Komposter, glaube ich. Komposter. Ja. Okay, deswegen kann man offensichtlich nicht abbauen mit der Hand. Wir bauen erstmal den Holzstamm hier ab. Ah, dann geht das auch ab. Okay, super. So. Da sind Diamanten. Da ist eine Monsterinsel. Oh, geil. Da ist noch mal Diamant. Da ist Sand. Da ist Sand. Okay. Ich baue das hier noch ab, Leute. Wir können auf jeden Fall jeden Erdblock gebrauchen. Ich baue hier noch mehr ab, Leute. Die Insel brauchen wir ja nicht. Wir brauchen alles auf unserer Hauptinsel. Genau. Schippern wir rüber. Ja, jetzt ist meine Spitzsache kaputt. Ja, warte, ich hab. Ist unser Baum? Wieso wächst unser Baum eigentlich auch nicht? Das verdammte Ding, ey. Ja, der ist halt langsam. Der hat halt nicht so Bock. Ja, ich merk. Warum nicht? Oh, der ist im Urlaub. Aber er hat doch die Seegurke. Der soll sie mal nicht so haben. Ja, wir haben halt. Seine Seegurke? Ist die Seegurke seine Freundin? Ja, die haben eine Beziehung. Uiuiui, ja, die Seegurke und der Baum. Problem ist, hast du noch Sticks? Nee, hast du nicht, ne? Nein, das habe ich dich gefragt, ob du Sticks machen kannst. So. Okay. Dann lass eine Bruchsteinspitz. Ah nein, das war mega dumm, was ich gerade gemacht habe. Dann lass eine Cobblestone-Steinspitzhacke machen. Wir haben ja eh viel mehr Stein als Holz. Warte, ich gebe dir da 2 Sticks. So. Dankeschön. Okay, ich habe einen Haufen Erde. Dann lass die mal hier ein bisschen vergrößern. Dann können wir hier auf jeden Fall schon mal ein bisschen Essen machen. Ich habe jetzt auch einen Hunger bekommen. Oh mein Gott, wie sieht das denn aus? Weißt du, was ich gerade rausgefunden habe, Ben? Nee. Oh Gott. Es geht. Ja, das ist eine Stufe. Ah ja, stimmt, mit Stufen zu bauen. Wieso haben wir das nicht gemacht? Das hätte man eher sagen sollen. Keine Ahnung, ist mir gerade eben eingefallen. Ja, aber guck mal hier, ich kann zaubern. Guck mal. Hm? Ja. So. Wir haben Karotten. Wir haben Getreide. Wir haben Kartoffeln. So. Wir haben rote Beete. Oh Gott, es reicht gar nicht, unser Platz hier, Lina. Oh, es regnet! Regnet! Wir brauchen halt. Regnet in meine Leber rein! Wir brauchen mehr. Was hast du denn jetzt? Sie müssen hässlich aus jetzt hier, Lina, ehrlich gesagt. Warum? Ja, weil du so mitten da in der Mitte angefangen hast, andere, also die andersrum zu platzieren.
Ja, das war ein Versehen. Ich wusste nicht, wie ich das gemacht habe. Also, keine Ahnung. Okay, rote Beete. Kakaobohnen, Melonenscheiben. Okay, wir haben, glaube ich, alles platziert. Jetzt haben wir hier noch diese Sträuche. Die können wir ja auch noch irgendwo... Platzieren wir hier. Jetzt darf man da nicht mehr drüber latschen. Kiste. Okay, das tun wir in die Kiste. Das tun wir in die Kiste. Das tun wir in die Kiste. Das tun wir auch in die Kiste. Das auch. Und das auch. Okay, jetzt haben wir hier jede Menge. Aber warte mal, wir haben da Knochenmehl. Lass mit Knochenmehl den Baum einfach wachsen. Let's go. Tada! Hallo! Wie geht's Ihnen? Gib mir Weizen. Ach, enttäuschend. So, die Insel bauen wir komplett ab. Weil, dies, ne, brauchen wir sowieso nicht. So, wir bauen das Holz ab. Sehr schön. Jetzt hier. Und jetzt, wo sind die Erd... Ah, jo, da sind die ersten Erze, Leute, Eisen. Schaut euch das an. Wie schmuck die aussehen. Okay, eigentlich sehen sie schmuck. Ziemlich... Schmuck. Ist das nicht ein Wort? Eigentlich sehen sie ziemlich... Eigentlich sehen sie ziemlich hässlich aus, um ehrlich zu sein. Schaut euch das mal an. Guckt euch das mal an. Das sieht aus wie so 1000 Erze. Aber es ist nur ein Erz, Leute. Also Eisen meine ich. Nein! Was hast du egal, gemacht? Die Edina hat es nicht gesehen, also ist es nicht passiert. Oh Mann. Oh, wie kriege ich denn den jetzt? No risk, no fun, die kriege ich schon, oder? Los! Ja, ja, habe ich bekommen. So! Ja gut, vielleicht sind wir zwei Eisen runtergefahren, aber nur vielleicht. Zwei Mann, das hätte nicht passieren Nein. dürfen. Es tut mir leid, Edina. Mann, Alter, du gehst hier mit unseren Ressourcen um. Aber Alter, wir können uns eine Eisenspitzhacke für Diamanten Holz machen. Das Holz am Anfang, bam, bam. Jetzt das Eisen, bam, 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 bam. Wir Alter, haben drei, das ist das Wichtige. Alles weg. Wir haben drei, wir können eine Eisenspitzhacke machen für Diamanten. Alles ist gut. Wenn mir noch einer runtergefallen wäre, dann wäre es kritisch gewesen, aber... So, jetzt können wir hier, das ist geil. So, jetzt können wir nämlich hier... Ja, jetzt haben wir hier... Okay, wir haben 6 Bärensträuche. Und hier haben wir auch einen Haufen Essen. Ja, das sieht gut aus. Kann man hier irgendwas ernten? Ich weiß gar nicht, wie das Final aussieht. Das sieht ziemlich ready aus, aber ich glaube, das ist die vorletzte Stufe. Also lassen wir das mal noch wachsen. Das Rennsee sieht ganz schick aus, muss ich sagen. Also gefällt mir. Ich würde aber es geiler finden, wenn der Baum gewachsen ist. Das sieht cooler aus. Warte mal. Mach ich mal ganz kurz hier. Es werde Baum. Tada! Werde Baum. So. Ab zur... Ah, nee, Ofen. Wir brauchen einen Ofen. Oh, wie sieht denn der Ofen aus? Krieg ich mal Bruchstein? Ah, nee, ich hab ihn. Oh mein Gott, das will ich jetzt auch sehen. Warte. Ich baue den hier ab, dann kann der Ofen dahin. Lol. Das sieht aus wie 1000 Öfen in einem. Mhm, ja. Okay. Wir haben ja keine Kohle. Warte mal, lohnt es sich, Holzkohle zu machen? Ja, wenn wir keine Kohle haben, was bleibt uns übrig? Okay, dann machen wir Holzkohle. Let's go. So, so. Okay, erstmal eine auf Testbasis. Wir wissen, ob das geil ist. So, das tun wir alles in die Kiste, damit wir hier nichts verlieren. Das ist eine sehr wertvolle Kiste, Lina. Wenn die weggesprengt wird von einem Creeper, dann sind wir aber heftig am Arsch. Das stimmt. Sind die Mobs... Ach nee, die sind normal, ne? Ich dachte, die wären auch runter. No, das wäre cool. Ja. Aber das ist nicht so. Ich habe schon Zombies und Eis, und da sind ja auch Eisbären. Und so. Nee, die sind normal. Ja. Aber das wäre übel cool, ja. Nein, das war nicht mit Absicht. Ich wollte das essen. Oh, Ben, was machst du denn hier? Ein Eisen. Also wenn ich das Eisen nicht verliere, ist alles gut. Wenn ich das verlieren sollte, das wäre schon scheiße. Hier kann ich die Melone auch essen. Die brauchen wir sowieso nicht. Doch, vielleicht für Tränke. Aha, doch, wir heben die mal auf. Man weiß nie, für was man die mal braucht. Unser erstes Gold. Neue Rezepte verfügbar. Ich dachte, die sind Diamanten, ey. Verfügbar. Kriegt man das, wenn ich das... Ich kriege das ja safe nicht, oder? Oh, doch, ich hab's bekommen, Alter. Ich bin so ein Profi. Ich habe jedes Gold bekommen. Jetzt ist nichts runtergefallen. Alter, Ehre. Wir bauen uns hier hoch. Okay, so. Ja, das Holz, das lassen wir jetzt hier mal so. Das ist jetzt nicht so... Sieht hässlich aus. Ich brauche ein Schwert. Oh, Holz, mach doch keine Faxen. So, ich brauche ein Schwert. Sonst kann ich die Spinnennetze... Oh, da können wir uns einen Bogen machen. Oder eine Angel oder so. Ja, der Baum ist ja gigantisch groß. Okay. Das müssen wir hinkriegen. Wir haben ja eh jetzt eigentlich sehr viel Holz. Das heißt, wir machen uns hier einfach noch eine Werkbank. Die platzieren wir dann einfach hier. So, da machen wir uns unser erstes Schwert. Piu, piu. Nice. So, rück raus, die Fee. Rück raus, die Fee. Und die Monster spawnen wieder. Oh.
wie es noch alles wird auf unserer Alpha-Insel. Hey, ich habe doch hier Stufen gebaut, verdammt nochmal. So, okay, jetzt versuchen wir irgendwie hier an dieses Spinnennetz ranzukommen, damit das hier nicht runterfällt. So, haut das hin. Ja, das sollte nicht runterfallen. Ja, wir haben zwei. Okay, sehr schön. Das reicht nicht für einen Bogen leider, aber was willst du machen? Ich frage mich, wo die Portale sind. Besonders das End, jo, mit Enderdrachen. Elina, wir müssen den Enderdrachen besiegen. In der Kugelwelt. Oh ja. Das muss krass sein. Ich glaube, das ist richtig krass. Okay. Oh ja, oh mein Gott, das muss richtig krass aussehen, Alter. Stell dir mal diese komischen Ender... Männer-Strukturen vor und... Ah ja! Oh, der Palast dann auch, wo die Elytra drin ist. Jo. Ja. Stimmt, ey. Heftig. Holz, okay. Ich tue da jetzt einfach so Holz rein. Die Holzkohle macht sich zu aufwendig. Hä, wieso geht das nicht? Ah doch. So, okay. Essen haben wir hier jetzt auch jede Menge. Ja, es ist... Oh, da ist ein Skelett, Elina. Das müssen wir vorsichtig sein. Eigentlich sollten wir uns ein Bett machen. Aber wir haben leider keine Wolle. Wie kriegen wir denn Wolle jetzt her? Schafe. Haben wir Schafe? Wir haben keine Schafe, Schafe oder? Schafe haben wir. Wir haben Schildkröten. Aber wir haben nicht mal Sand. Das war's mit der heutigen Episode Skyblock. Wenn ihr wollt, dass wir in der nächsten Episode Nether und End erkunden in der Kugelwelt, lasst eine positive Bewertung da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson. Tschüss. Ciao.